Wer heute gegen 10 in der Magdeburger Straße in Aschersleben zum Aldi wollte, hatte schlechte Karten. Der Parkplatz war gesperrt und schuld daran war dieser grüne Korb. Ja, wir machen hier die mobile Schadstoffsammlung aus Haushalten und im Rahmen dessen ist eine Bürgerin gekommen, die Chemikalien abgeben wollte und da war leider eine Flasche Pikrinsäure dabei. So wurde die Polizei verständigt und diese räumte umgehend den Parkplatz und den Einkaufsmarkt. Ist die in fester Form aufgefundene Chemikalie doch ein hochexplosiver Sprengstoff, so dass die Experten vom Landeskriminalamt verständigt wurden. Diese widmeten sich dann auch dem Korb und untersuchten die darin enthaltene kleine Flasche mit der hochbrisanten Substanz. Und schnell stand fest, diese muss gesprengt werden. Also wurde sie in einem Spezialbehälter sicher verpackt und schnellstmöglich zu einer nahegelegenen Kiesgrube transportiert. Hier wurde dann alles für die Sprengung vorbereitet und kurz vor 12 war es dann soweit. Das Gelände weiträumig gesperrt und der Countdown lief. 3, 2, 1. Oh, jetzt. Und als am Einkaufsmarkt schon längst wieder Normalität eingezogen war, konnten so auch die Sprengstoffexperten aus Magdeburg wieder nach Hause fahren.